Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Lernstunde Nummer 131 mit dem heutigen Ehrengast Paul Keres. Der leider nicht im Studio ist, aber... Ja, seine Partien aber, denen wir uns widmen werden. Und wir werden natürlich auch wieder was zur Person erzählen, haben uns überlegt, diesmal drehen wir die Reihenfolge um. Ja. Sonst machen wir das immer am Ende. Aber da sind dann alle schon auf dem Sprung, deswegen... Machen wir das vorab. Ich muss nur kurz die richtige Folie finden. Ist es diese hier? Ja, das ist es. Paul Keres, auch bekannt als der ewige Zweite. Leider deutlich weniger bekannt als die ganzen Weltmeister, obwohl er mit denen völlig auf Augenhöhe gespielt hat, über Jahrzehnte hinweg. Ihm viele davon auch geschlagen hat und damit einen Rekord aufstellte. Er hat nämlich die meisten Weltmeister überhaupt schlagen können. Ja. Und hat sich auch mehrere Jahrzehnte lang an der Spitze behauptet. Ach, siehst du, er ist sogar doppelter Theoretiker und Fernschachspieler, so wichtig ist das jetzt sehen. Er war sehr vielseitig und hat bei Olympiaden regelmäßig abgeräumt für sein Heimatland. Und ja, das so viel zu seiner Person. Er war halt auch noch ein Komponist, hat mehr als 200 Studien komponiert, was für Weltklasse-Spieler eine Menge ist. Weil viele Großmeister auch heutzutage probieren sich daran, aber in diesem Umfang ist es selten. So, jetzt wisst ihr erstmal so ein bisschen, wer Paul Keres ist. Und wir werden uns heute zwei Partien angucken. Und die wurden beide gespielt beim WM-Turnier 1948. Wie ihr wisst, ist 1946 Eichen gestorben. Das hatten wir im Rahmen, spätestens bei Botvinnik hatten wir das ja angesprochen. Dass er in so einem WM-Turnier Weltmeister wurde, weil Aljechin als amtierender Weltmeister verstorben ist. Und bei diesem Turnier war auch Paul Keres eingeladen. Und Partie 1, Initiative nutzen, Felderschwächen provozieren, Angriff auf Felderkomplexe. Damit fangen wir erstmal an. In Partie 2 werden wir uns dann damit beschäftigen, wie man in schlechteren Stellungen agiert, wie man gegen das Läuferpaar spielt und wie man letztendlich einen Mattangriff mit Figuren möglichst gut auch umsetzt. Bevor wir mit den Partien starten, noch gute Besserung an Easy. Das haben wir im Chat gelesen. Ja. Er ist leider krank. Deswegen von uns natürlich gute Besserung. Komm schnell wieder auf die Beine, sodass du das nächste Mal wieder mit dabei sein kannst. Ja. Und alle anderen können sich jetzt auf zwei lehrreiche Partien freuen. Genau, und wobei ich sagen muss, TFP hat natürlich recht, UdSSR, also so richtig Heimatland war es dann auch nicht, obwohl er teilweise, glaube ich, davor auch für sein Heimatland wirklich gespielt wurde. Das ist aber alles Vorkriegszeit, Nachkriegszeit, ihr wisst, das ist alles ein bisschen komplizierter gewesen damals, auch dass er mal dafür, sag ich jetzt mal, so ein bisschen Ärger bekommen hat, dass er mal irgendwie in einem Camp der Wehrmacht irgendwas mit Schach gemacht hat. Aber ich glaube, dieses ganze politische und Weltgeschehen lassen wir einfach mal außen vor, wir gucken uns die Partien an. Und die erste Partie fängt sehr, sehr normal an, aber wird schnell verrückt. Und ich werde für meine Frisur gelobt. Melanie auch, als sie heute von der Arbeit kam. Ich habe gesagt, sieht aus wie von der Bundeswehr. Das war jetzt kein Lob. Nicht zwangsläufig zumindest. Okay. Wir sind hier in der spanischen Öffnung, aber es kann natürlich noch alles werden nach A6. Beziehungsweise Berliner Verteidigung dann eher nicht mehr, aber früher hat man da sehr regelmäßig D6 gespielt, was auch so eine kleine Renaissance erfahren hat, möchte ich mal sagen. Insbesondere so 2017 haben wir sehr viel gesehen, dass man mit Jarow damit gespielt hat, aber nicht so, wie es früher gespielt wurde. Heutzutage moderne Aufbauten mit G6 waren eine Zeit lang sehr populär. Ne? Mhm. Also wirklich sehr populär, aber früher wurde das nicht mit G6 gespielt. Ich habe es gerade ein bisschen durcheinander. Heute populär mit G6, früher ohne. So, jetzt haben wir es wieder. C3, der Hauptzug, wie gesagt, nach Rochade, Läufer D7, C3, G6, das ist heute so, wird viel getestet. Und jetzt nach C3 wird schon gleich der Grundstein für eine verrückte Partie gelegt, und zwar mit F5. Und das Interessante an F5 ist, dass erst letztens im Banter jemand wollte, dass wir das spielen. Aber es kam nicht dazu. Nämlich die sogenannte Siesta-Variante. Ihr seht schon, das ist ein sehr aggressiver Ansatz. Und Ausrufezeichen, Fragezeichen trifft es nämlich genau von der Bewertung. Ist nämlich sehr interessant.
E schlägt F5 ist, glaube ich, der kritische Zug. Wir gucken uns trotzdem ganz, ganz kurz auch D4 an, was ja auch immer so eine prinzipielle Antwort ist, ne? Genau, gegenhalten, den Läufer schon mal freistellen. Und auf F schlägt E4, kann Weiß hier mit Springer schlägt E5 weiterspielen und dann wird's... Idee ist Dame H5. Genau. Dass man jetzt Dame H5 spielt, der König muss nach E7. Auf G6 haben wir hier eine einfache Schlagtaktik. Naja, man muss gar nicht auf C6 schlagen, oder? Ja, also dadurch, dass die Fesselung da ist. Ja. Also König E7, Läufer C6, BC6, Läufer G5 und jetzt gewinnt Weiß seine Figur auch zurück. Aber die schwarze Stellung ist ziemlich kompakt, er hat das Läuferpaar und der König ist nicht so unsicher, wie man meinen mag. Dame D5 fesselt hier einmal entlang der Diagonale, Läufer H4 sogar einziger Zug, König D7 und jetzt Dame G5, weil Springer steckt H5 droht. Und wir haben eine ungefähr ausgeglichene Variante. Tatsächlich kann Schwarz ziemlich viel sogar machen. H6 ist eine Möglichkeit, selbst König E6, das ist, glaube ich, der Vorschlag der Engine, wonach dann ziemlich schnell der Generalabtausch folgt. Die Damen kommen vom Brett und König in der Mitte im nahen Endspiel nicht so schlecht. Mhm. Auf Carstens Frage eingehend, Semisch ist tatsächlich was anderes. Das ist, wie TFP auch schon geantwortet hat, eine Variante gegen Königsindisch, wenn Weiß sich mit F3 aufbaut. Und ich glaube sogar, dass es semisch auch noch in anderen Eröffnungssystemen gibt. Aber auf jeden Fall nicht diese Variante. Und flämisch kenne ich nicht. Das ist mir auch neu. Aber man muss dazu auch sagen, es gibt für sehr, sehr viele Untervarianten auch verschiedene Namen. Also ja auch schon für viele Hauptvarianten gibt es verschiedene Namen. Also bei von den Namen, sich die alle zu merken, davon halte ich ohnehin nicht viel. Hauptsache, ihr habt so eine grobe Ahnung, wie man es spielt. So, jetzt machen wir mal weiter mit der Partie. Es kam Läufer schlägt F5 und jetzt aber dann D4, was auch, sag ich jetzt mal, die schärfste Fortsetzung ist. Warum werdet ihr gleich sehen? Denn Schwarz wird in der Folge einen Bauern opfern. Was heute noch gespielt wird, da habe ich eine Partie gesehen zwischen, ich glaube, Hari Krishna war das, der das gegen Fabiano gespielt hat. Da hat Fabiano, das war nur eine Blitzpartie, da hat Fabiano Rochade gespielt und dann kommt sowas wie Läufer D3. Turm E1 und die Stellungen werden recht schnell kompliziert auch mit diesem Läufer auf D3. Das kann sehr stark sein, das kann aber auch sehr schwach sein. Es behindert auf jeden Fall Gesundheit für den Moment die Entwicklung bei Weiß, aber ihr seht es, der König ist noch in der Mitte, also es ist auch mit Vorsicht zu genießen. Aber wie üblich in dieser Show wollen wir nicht so tief einsteigen in eröffnungstheoretische Fragen. Und stattdessen lieber später, da wo es für uns interessant wird, denn Eröffnung könnt ihr überall lernen. Wir versuchen aber so die Prinzipien des Mittelspiels zu verstehen. D4, Schwarz hat mit dem König hier, der nicht so schnell wegkommt, kein Interesse daran, das Zentrum sofort zu öffnen. Also spielt er E4 und Weiß spielt den aggressiven Zug Springer G5. Und jetzt sollte Schwarz D5 spielen, ich denke, so viel ist klar, Alternativen müssen wir uns nicht wirklich angucken. Aber interessant wird es nach F3. F3 hebelt sofort das Zentrum an und sagt, okay, ich bin schneller mit meinem König weg. Also was willst du machen? Was würdet ihr machen mit Schwarz? Vielleicht die Leute vor, die es nicht wissen oder die es wissen? Eigentlich beides. Macht mal einfach einen Vorschlag. Was würdet ihr mit Schwarz so machen und warum? Und Bauernwalze ergänzt noch zu flämisch und sämisch jenisch. Klingt alles sehr ähnlich. Und direktes F5. H6, Gegenangriff, ja. Läufer E7, ähnliche Idee, den G5 angreifen, Entlastung auf E4. Ja. Nur da muss man natürlich die konkreten Varianten rechnen, ne? Was passiert, wenn Weiß dann trotzdem auf E4 schlägt? Und genau das ist das, was das Problematische ist. Insbesondere auf H6, das gilt als sehr zweischneidig, wird Weiß jetzt den Teufel tun und zurückziehen. Dann hätte er einfach eine schlechte Stellung nach Läufer H3, Dame H4. Er muss schon hier auf E4 schlagen. Und jetzt haben wir eine relativ forcierte Variante, zumindest die nächsten zwei Züge. Und Schwarz spielt Läufer D6. Und wir können erstmal durchzählen, Schwarz hat einen Bauern weniger. Aber wir sehen schon, dieser Läufer sieht recht interessant aus, guckt auf H2 und droht auch mal Läufer G3, ne? Ja. Einfach um zu ärgern.
Und früher waren sich die Meister nicht so einig, wie man die Stellung zu bewerten hat. Haben gesagt, das sollte wohl ungefähr ausgleich sein. Schwarz oder Weiß wird hier mit Springer D2 versuchen, den Springer schnell rüber zu bekommen. Tatsächlich ist die Engine nicht begeistert und hat hier eine ganz nette Idee gebracht, was tatsächlich auch eine Neuerung ist. Was nicht so schwierig ist, eine Neuerung hier zu finden, weil das sehr selten heutzutage gespielt wird. Aber H3 die Antwort der Engine und die lädt den Gegner einfach ein. Das ist ein nettes Konzept, finde ich. Läufer G3 zu spielen und sagt, okay, mein Springer steht hier noch nicht. Ich bringe meinen König jetzt rüber nach C2, entwickle dann die Figur und habe einen Bauern mehr. Was möchtest du eigentlich? Und tatsächlich scheint so zu sein, dass Schwarz nicht genug Gegenspiel hat für den Bauern. Und er wird wahrscheinlich das Läuferpaar bekommen. Der Läufer auf A4 fühlt sich nicht so wohl. Aber auf Dauer wird sich hier vermutlich der Mehrbauer durchsetzen. Deswegen brauchen wir noch ein paar Alternativen. Läufer E7 hatten wir jetzt vorher noch nicht auf dem Schirm. Den können wir uns gerne gemeinsam angucken. Auch hier sollte die kritische Antwort das Nehmen auf E4 sein. Läufer schlägt G5. Man muss jetzt auch Dame H5 beachten, ne? Genau, Dame H5, E schlägt F5 sind zwei interessante Züge. Wir könnten meinetwegen starten mit E5, das ist das konkretere. Läufer schlägt C1. Und dadurch, dass das Läuferpaar eh runter ist und dieser Läufer nicht so stark, würde ich Läufer C6 eventuell einstreuen. Das wäre jetzt einfach mal so ein Vorschlag von mir. Wenn ich jetzt auf C1 nehme, ja, kommt wahrscheinlich Dame H4. Aber ich habe ja keine Wahl. König F1. König F1 kommt ein bisschen schwer raus. G3 könnte auch noch interessant sein. Dann Dame E4 dann und dann König F5. D2. Oder König D1, C2 wieder. Sieht eigentlich alles ganz interessant aus, insbesondere der Springer kommt schnell rüber, es droht Dame E1 Schach. Echt, mir gefällt die Stellung nicht für Weiß. Mir gefällt sie nicht für Schwarz. Also, ich denke... könnt ihr euch was aussuchen? Genau. Es gibt aber noch zwei andere Züge, die wir auf jeden Fall prüfen sollten. Der erste wäre auch tatsächlich der erste, den wir prüfen, nämlich E schlägt F3. Aber es ist irgendwo auch schön, dass den keiner vorgeschlagen hat, denn E schlägt F3 ist natürlich äußerst gefährlich. Weiß nimmt nicht zurück, sondern rochiert. Und wir sehen direkt das Problem. Weiß ist absolut am Drücker, was die Entwicklung angeht, und Schwarz hat ein Problem. Da muss man auch gar nicht viel Varianten gucken. Die Dame nimmt auf F3, der Läufer muss ziehen. Vielleicht Läufer G4, damit man nicht noch ein Tempo verliert, aber eigentlich egal, wo die Dame hingeht. Weiß steht sehr gut, Dame D3 zum Beispiel. Schwarz ist unterentwickelt, die weißen Figuren sind alle schon in Angriffsposition. Das kann nicht gut sein für Schwarz. Jetzt der Zug, den keiner auf dem Schirm hatte und den man so auch erstmal, glaube ich, nicht auf dem Schirm hätte, wenn man es nicht kennt. Und das ist der Partiezug E3 hat Keres hier gemacht. Die Begründung ist eine sehr konkrete. Also zunächst einmal hängt der Springer auf G5 und wir könnten uns überlegen, was passiert nach Läufer schlägt E3 und das sollten wir auch, denn Schlagzüge prüfen wir immer zuerst, aber jetzt stellen wir fest, dass F schlägt E4 nicht mehr geht, spielen H6, Springer H3 und jetzt kann Schwarz nehmen und Dame H4 spielen, gewinnt den Bauern zurück, hat eine bequeme Struktur und vor allem die schnellere Entwicklung mit der langen Rochade und Läufer D6. Die Stellung ist... leicht besser für Schwarz. Ja, interessante Idee mit E3. Aber Weiß muss ja nicht schlagen. Er kann auch seinen Springer befestigen. Mit F4 beispielsweise, was auch kam in der Partie. Genau, das kam auch in der Partie, ist genau das Richtige. Und Schwarz muss sich natürlich bewusst sein, dass er diesen Bauern auf Dauer abgibt. Der E3, der ist dort nicht zu halten. Ihr wisst das, je weiter ihr die Bauern nach vorne schiebt, desto schwieriger wird es, diese Bauern zu befestigen. Insbesondere, wenn es so ein, ich möchte mal sagen, halb isolierter Bauer ist. Denn realistisch gesehen wird sein D5-Kompan nicht hinterherkommen können, um ihn zu schützen. Deswegen ist der Bauer abgeschrieben. Schwarz entwickelt sich weiter mit Läufer D6. So. Na, ich glaube, lange Rochade ist trotzdem möglich, auch wenn Schwarz da am Damenflügel die Bauernstruktur zerstört bekommt, weil der König trotzdem dort einigermaßen sicher steht, finde ich. Das war in der Variante von eben mit Läufer E7, ne? Mhm. Es kann dann natürlich immer passieren, dass der A6 dann mal verloren geht.
Aber selbst das sehe ich als gar nicht so dramatisch an, weil der König steht dann, wenn der Dame auf A6 steht, auf D7 auch immer super sicher. Wieder raus. Also das kennt man auch aus Sizilianisch-Varianten, dass das dann irgendwie überhaupt kein Drama ist. Okay, man hat natürlich einen Bauern verloren, das heißt, man muss schon gucken, dass man dann auch sehr schnell Gegenangriff hat, aber es ist trotzdem jetzt für den König gar nicht so sehr gefährlich, finde ich. Ja. Spätestens wenn die Dame auf A6 auftaucht, ist das ein guter Schutzwall für den König in der Mitte. Ja, aber man kann natürlich auch direkt mit dem König nach D7 gehen oder vielleicht auch kurz rochieren, finde ich hier eigentlich auch zulässig. Dann hat man direkt den Turm auf der F-Linie. Ja. Also Läufer D6 der Partiezug und es kam hier Dame F3. Auch hier ist Läufer E3 nicht ganz so gut, weil der Läufer sich dann schnell auch in eine Festung begibt. Wir können das ganz kurz durchgucken. Dame E7 kommt dann, Dame E2 sollte kommen. Springer F6, Springer F3 und jetzt die Rochade. Und hier kann man sich natürlich fragen, was passiert denn eigentlich, wenn Weiß das Zentrum komplett dicht macht? Was auch logisch ist, weil auf Rochade die Taktik Füchse vor. Bist du jetzt der Taktikfuchs oder was? Hast du dich selber angesprochen gefühlt? Okay, nein, aber die Taktikfüchse vor, denn es geht noch weiter. Was macht er denn hier? Läufer schlägt F4 ist ein guter Zug, der gewinnt auf jeden Fall einen Bauern, aber warum ist Läufer schlägt F4 richtig gut? Was macht ihr denn hier mit Schwarz am Zug? Ah, Bornwalze meinte in der E3-Variante. Ja, da kommen wir ja noch hin. Oder? Der E3-Variante Läufer schlägt C7. Naja, ich glaube in der E3-Läufer schlägt E3-Variante, oder? Ah, okay. Mhm. Aber auch da finde ich gerade das da noch. Gerade da. Ja. Gerade in der Stellung Bornwalze König D7, wenn die weiße Dame sich das überhaupt erlauben kann, auf solche Abwege zu geraten. So, zwei Anmerkungen an Cobra. Nicht nur einen Zug bitte schreiben, zumindest nicht, wenn es danach überhaupt noch nicht klar ist, wie es weitergeht. Und an Loddel, du könntest versuchen, dir deine Variante selber zu beantworten oder deine Frage. Aber du bekommst auch Unterstützung, vielleicht. Ja, und erstmal bekommst du dafür das Lob, dass du die konkrete Variantenberechnung nämlich auch machst. Läufer schlägt E3 zwar auch, aber Läufer schlägt H2 ist auch ein Schachgebot, den wir auf jeden Fall berechnen sollten. Aber ob das vielleicht völliger Unsinn ist oder da was hintersteckt, ergibt sich erst mit den Folgezügen. Aber bleib da mal dran. Ihre Dudheit. Ja. Also dir muss man jeden Zug aus der Nase ziehen. Bitte also versuch's mal Springer Stück für Stück. Also hängt erstmal der Läufer auf F4, wäre jetzt so meine erste Anmerkung. Ja, ich glaube, er möchte den schon irgendwo in seiner Variante untergebracht haben, aber so. Bitte ein bisschen zusammenhängender. Aber deine Ideen sind gut. Ich weiß, was du meinst. Aber ach so, aber für diejenigen unter uns, die es noch nicht wissen... Raymond sagt, Läufer H2 geht nicht, der Springer kann nicht gut nach G4 nachziehen und die Dame damit nicht nach H4. Aber wieso nicht? Vielleicht braucht man nur eine kleine Verfeinerung. So, und wir haben Torjäger. Der schlägt vor. Wir machen es im Kopf. Läufer H2, König H2, Springer schlägt E5, D schlägt E5. Ich hoffe, das heißt nicht Dame E5. Nein, bestimmt nicht. Okay. Läufer B1, Turm B1, Turm F4. Hier wird's verboten. Das geht nicht. Das sind... Da ist noch ein Springer dazwischen. Und auch Turm F4 würde auch nicht so viel Sinn machen. Der hängt ja einfach. Ja, da wird die Variante abstrus. versuch's aber mal Schritt für Schritt. Aber es waren gute Ansätze. Ja. Und auch im Rahmen deiner Varianten immer mal die Schachzüge prüfen. Läufer H2, König H2, Springer E5 scheint sehr logisch, denn Springer G4 funktioniert eben nicht wegen Springer schlägt G4. Ja, jetzt könnte, das wäre ja jetzt eigentlich der Einsatz von Raymond, der jetzt sagen könnte, dann wird es schwierig, das nachzuvollziehen.
Also Springer E5, DE5, Springer G4 und jetzt Torjäger. Springer G4 kommt mit Schach. Ja? Springer G4 kommt mit Schach, das heißt, Weiß kann nicht mit Läufer F4 antworten. Achso, jetzt verstehe ich, was er meint. Okay, wir kommen weiter. Dame H4, Läufer F4, um das Matt auf H2 zu verhindern. Deswegen Läufer B1, Turm B1, Turm F4. Das sieht stark aus. Ah, okay. Ja. Und wir können jetzt, glaube ich, auch auflösen. Sehen solltet ihr in der Partie Folgendes. Bis hierhin solltet ihr kommen, wenn ihr diese Ausgangsstellung hättet. DE5. Man muss Springer, aber auch noch Turm F5 rechnen, ne? Ja. Aber meine Empfehlung, prüft auch hier Schlagzüge zuerst, weil dann macht ihr euch das Leben leichter. Wenn ihr nämlich hier Dame E5 auf dem Schirm habt, dann seht ihr, es droht ein Matt auf H2, Läufer F4 geht nicht und ihr gewinnt mindestens die Figur zurück und habt dann zwei Bauern mehr. Das heißt, ihr könnt an dieser Stelle schon die Variantenberechnung nach Dame E5 abbrechen. Und könnt in der Partie immer noch sagen, oh, ist Dame H4 nicht vielleicht noch besser? Und das mag sein. Dame H4, haben wir geprüft, ist auch gut. Vielleicht sogar ein kleines Ticken besser. Aber Dame E5 ist ganz klar auch deutliche Gewinnstellung für Schwarz. Und vor allem ist es für uns Menschen deutlich einfacher zu sehen. Und beantwortet auch gleich TFPs Frage. Genau. Ob der König nach G3 rausgehen sollte, dann hätte er nach Dame E5, glaube ich, nichts gewonnen. König F3, Springer E3, ansonsten sowieso Turm F4, Springer E3, Läufer F4 geht immer noch nicht, weil die Dame hängt. Gewinnstellung für Schwarz. So, das war jetzt die Hälfte der Taktik. Das war nämlich der Grund, warum Weiß hier nicht rochieren darf. Folgefrage, darf er nicht einfach Springer E5 spielen? Denn Springer E5 sieht aus wie ein sehr guter Stopfen. Und hier geben wir mal die Antwort. Stopfen, Tropfen, Korken. Wer kennt ihn nicht, den Stopfen? Der beliebte Stopfenzug. Hier nehmen wir euch ein bisschen an die Hand, weil es tatsächlich alles andere als einfach ist. Und bei Interesse schaut ihr euch das zu Hause noch mal ein bisschen genauer an. Aber hier kann man tatsächlich die Figur opfern mit Schwarz. Und D schlägt E5. Wir haben es ein bisschen versucht, das nachzuvollziehen, aber es ist sehr konkret. Das Hauptproblem von Weiß ist, dass er den König in der Mitte hat, dass er nicht so gute Züge zur Verfügung hat, dass auch dass hier auf Rochade Springer G4 ist, ne? Kommt. Genau, die Fesselung, also Rochade nicht so gut. Läufer C5 sieht nach einem menschlichen Versuch aus, den Damentausch zu erzwingen, aber tatsächlich kann Schwarz hier Dame F4 spielen. Verhindert die Rochade und es droht vielleicht mal Turm E8 sogar. Genau. Läufer schlägt F8 wäre so der logische Fortgang der Variante und jetzt Läufer G4 und spätestens hier wissen wir, das wird nicht von Menschen gespielt, aber insgesamt ist es tatsächlich schon ziemlich gut für Schwarz. Dame D2, ein Schach auf E4, König F1 und jetzt wird der Läufer zurückgenommen. Aber auch hier einfach Interesse halber, müsst ihr nicht mitrechnen, einfach mal kurz gucken. Läufer C2, Springer H5, König G1. Wenn ich so eine Stellung in der Partie zu bewerten hätte, dann würde ich gucken, was droht. Ja, und was droht denn überhaupt? Was droht Schwarz denn? Dame E6. Fragt den Computer, das ist eine Gewinnstellung für Schwarz. Eine plus 5. Obwohl er einen Turm weniger hat. Obwohl er einen Turm weniger hat. Na gut, so Springer F4 droht. Genau, Springer F4, Springer E2. Und um das einfach nochmal zu verdeutlichen, tatsächlich ist es so, Turm E1, logischste Variante. Man sagt sich, okay, ich gebe hier zumindest mal eine Qualle zurück. Immer noch eine Figur weniger. Und mit G3, naja. Turm F1 ist keine große Drohung. Dann kommt König G2. Um die Verwirrung perfekt zu machen, beenden wir diese Engine-Variante mit einem Klassiker der Engine-Züge, nämlich König H8. Die Begründung dahinter wollen wir noch mal ganz kurz anreißen. Turm F1 gewinnt in dem Moment, wo wir die Dame auf die Diagonale nachbekommen. Und das ist die aktuelle Drohung, die Schwarz, die Weiß tatsächlich nicht verhindern kann. Der Computer schlägt Züge wie Springer C4 vor. Ach, Drohung ist D4 oder was? D4. Und sonst ging immer Läufer B3, wenn der König noch auf G8 steht. Aha. Genau, deswegen D4 und danach fällt Weiß auseinander. Naja, so, nach dieser kleinen, feinen, einfachen Variante. Nehmen wir nicht den Bauern auf E3, sondern spielen Dame F3 und dann gehen wir auch mal im Partieverlauf ein paar Schritte vorwärts. Bevor wir uns hier noch mehr diesen absolut verwirrenden Varianten
widmen wollen. Schwarz entwickelt sich einfach, sagt, okay, nimm doch den Bauern, das hatte ich eingeplant, ich mache Springer E7 und gleich bin ich mit dem König weg. Und du hast hier noch ganz schön viele Figuren, die nicht entwickelt sind. Dafür gebe ich dir gerne einen Bauern. Und Weiß hat jetzt das gemacht, was viele von uns tun würden, nämlich versucht, die Stellung zu vereinfachen. Das Problem ist nur, er gibt damit eine seiner wenigen bereits entwickelten Figuren ab und dabei auch noch einen Läufer. Ja. Sodass das hier Schwarz eher in die Hände spielt. Okay, wir alle kennen das Spiel mit und gegen das Läuferpaar. Und ihr wisst, wir müssen unser Augenmerk auf den Läufer ohne Gegenspieler richten. Das ist der Läufer F5. So, was fällt auf? Wir versuchen eigentlich, dass wir unsere Bauernstruktur diesem Läufer anpassen. Anpassen heißt, wir stellen sie so hin, dass dieser Läufer beschränkt wird. Das ist hier aber tatsächlich gar nicht mehr möglich. Guckt euch diese Bauern an. Dieser Läufer hat eine wundervolle Perspektive. Dafür auf der Gegenseite, gebe ich zu, hat Weiß einen Bauern mehr. Aber Augen auf, dieser Läufer kann brandgefährlich sein. Mhm. Was wäre besser gewesen? Rochade, aber auch das ist nicht vollends klar. Schwarz würde lang rochieren, auch der Einschlag ist jetzt nicht mehr so schlimm, kann mit dem Springer wieder nehmen. Und auf Springer F3, was nach dem logischsten Versuch aussieht, Springer E5 zu spielen und zu sagen, ich habe einen Bauernwehr, was möchtest du eigentlich? Wollen wir euch nur noch kurz die Idee des schwarzen Spiels zeigen. Er lässt es nämlich nicht zu, dass der Springer sich auf E5 etabliert, sondern geht voran. H6, okay, was ist H6? Springer E5 und jetzt Turm D nach F8. Er ist bereit, sich den Doppelbauern zu fangen, wenn dieser Springer dafür verschwindet und es kommt demnächst G5 und Schwarz versucht mit aller Macht, diesen Springer zu entwurzeln. Was tatsächlich ungefähr ausgeglichen ist, die Stellung, obwohl ihr wisst es, der Computer ist sehr materialistisch und sagt, wenn da nichts droht, dann habe ich einen Bauern mehr. Aber Schwarz hat trotz dieses Wahnsinnsspringers auf E5 genügend Kompensation. Läufer C6, unser erster Fehler, denn der Läufer ohne Gegenspieler sieht sehr, sehr gefährlich aus. Rochade, Schwarz entscheidet sich auch für die kurze Rochade, was in Ordnung ist. Und jetzt kommt Springer D2 von Weiß und ob ihr es glaubt oder nicht, dieser Zug ist tatsächlich schon der Verlustzug von Weiß. Sieht jetzt gar nicht mal so unnatürlich. Nee, ne? Aus, ja. Aber das sind tatsächlich die schönsten Verlustzüge oder die interessantesten Stellungen, wo solche Züge schon verheerende Folgen haben. Warum ist der so schlecht? Das möchten wir gerne mit euch besprechen. Das kommt ja auch im Partieverlauf. Deswegen wollen wir einmal ganz kurz ausholen und einmal nur zeigen, was besser gewesen wäre. Springer F3 wäre besser gewesen. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Max Oewe hat selber zu der Partie angemerkt, dass Läufer E4 mit Drohung auf den F4 ein zu erwarten gewesener Zug gewesen wäre. Weiß sollte mit Springer G5 antworten und Schwarz sollte Läufer F5 spielen. So gibt er es an und erstaunlicherweise Stockfisch 10 bestätigt diese Einschätzung. Ja. Mit der Besonderheit, dass Schwarz noch Alternativen zur Verfügung hätte, unter anderem Springer G6 interessant mit Angriff auf den F4. Also, Partie wäre noch ungefähr im Gleichgewicht gewesen. Nach Springer D2 kippt es aber sehr schnell. Ihr könnt einmal versuchen herauszufinden, warum. Was würdet ihr mit Schwarz machen an dieser Stelle? Nur ein kleiner Hinweis. Schaut auch immer auf euren Läufer ohne Gegenspieler. Wie könnt ihr den noch besser in Szene setzen? Turm AE8, Chessans, wenn man, Turm AE8 ist auf jeden Fall kein schlechter Zug. Wir müssen natürlich dann gucken, ob Weiß rechtzeitig die Blockadestellung einnehmen kann mit Springer F3, Springer E5. Ja, Torjäger, auch eine sehr interessante Idee, mit Springer G6 den F4 anzugreifen. Jetzt hast du gar nicht geschrieben, was Weiß macht, aber gut, Weiß wird den F4-Bauern decken müssen, mit G3 beispielsweise. Und dann hat man die Möglichkeit, mit Turm nach E8 direkt die Dame anzugreifen, die, wie auch irgendjemand sagte, nicht nach D2 gehen kann. Flame. Ja,
Und ich glaube, Chess Hans, dass Torjäger dich überzeugen kann und easy, deine Idee ist positionell wertvoll, aber hier ist die Zeit, konkret zuzuschlagen. Und Springer G6 ist tatsächlich ein sehr starker Zug und nutzt diesen langsamen Springer D2 aus. Denn wenn er Springer F3 gemacht hätte, hätte er jetzt immer Springer E5 zur Möglichkeit. Hier muss er tatsächlich auf G3 zurückgreifen, um den Bauern F4 zu decken, sonst kollabiert seine Stellung. Und es kommt A-Tempo Turm nach E8. Warum das Ganze so schlimm ist? Unter anderem, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser Provokation von G3, was ist jetzt passiert? Der komplette Felderkomplex weißfeldrig, und Achtung, das ist die Farbe des Läufers ohne Gegenspieler, der komplette Felderkomplex wurde geschwächt und das ist brandgefährlich, wie wir gleich sehen werden. Und C5 ist positionell auch eine gute Idee, insbesondere wenn mal ein Springer doch nach E5 gekommen wäre, hätte man C5 sogar zweifach spielen können, um diesen Springer zu unterminieren. Entwurzeln. Okay, was macht die Dame? Nach D2 darf sie nicht. Sie geht nach F2. Warum geht sie nicht nach F3? Relativ simple Taktik. Dem Springer fehlt es so langsam an Rückzugsfeldern. Ist Käme H6 und man hätte ein Problem. Also Dame F2. Und jetzt kam Läufer D3 von Keres. Ein Zug, der gut ist. Was aber die ganze Idee dahinter ist, das werden wir später sehen. Warum der so stark ist. Und danach gucken wir uns auch an, ob seine Idee nicht vielleicht noch zu verbessern gewesen wäre. Er hat hier Läufer D3 gemacht. Weiß reagiert mit Turm E1. Es folgt der Abtausch. Und jetzt dürft ihr einmal ran. Was würdet ihr mit Schwarz machen? Beziehungsweise, uns wäre nur wichtig, denkt zumindest darüber nach. Das ist ja schon das meiste. Ja, der erste Schritt, dass man einen bestimmten Zug sieht. Ne? Ich hatte auch bei der Europameisterschaft eine Partie, wo König G7 mit Schwarz einfach der absolute Gewinnzug im Mittelspiel gewesen wäre, weil die H-Linie offen war und ich quasi Turm H8 dann gedroht habe. Mhm. Und ich habe einfach über diesen Zug nicht nachgedacht. Ich habe stattdessen Turm C5 gespielt mit der Drohung Turm H4, also rüber zu schwenken. Und dabei hätte ich nur einmal diesen Zug irgendwie gesehen als Kandidatenzug, dann hätte ich sofort erkannt, dass das natürlich viel besser ist als Turm C5. Aber irgendwie habe ich es einfach nicht drüber nachgedacht, ne? Manchmal passiert das halt. Es sind keine schwierigen Züge oder Ideen, aber irgendwie... Es ist das Sehen. Es ist tatsächlich nur das Sehen. Und das stellt ihr häufiger fest. Auch hier hat Schwarz eine gigantische Chance. Er muss nur diesen Zug einmal vor seinem geistigen Auge ausführen. Und dann merkt er auf einmal, oh, warte mal, da kommt noch was nach. Das ist interessant. Und ihre Dutheit, positionell auch wertvoll, C5. Aber bevor wir C5 rechnen, probieren wir uns an den Schlagzügen aus, und zwar an allen, wie ihr wisst. Und insbesondere ein Opfer auf F4. Witzig, dass Springer F4 hier ausschließlich geschrieben wird. Ich meine, einmal auch Läufer F4 gelesen zu haben. Ja, also es gab einmal neutral von Torjäger, es muss auf F4 geopfert werden. Ja, okay. Ihr seid euch relativ einig, Springer schlägt F4 sollte es wohl sein. Wir prüfen das Ganze doch einfach mal durch, ja? Springer schlägt F4. So, dann würde ich spielen, G schlägt F4. Ich nehme euer Opfer an. Was macht ihr? Dame F4 wurde, glaube ich, gesagt. Mit Doppeldrohung, Dame G5 und Dame H2. Aber Chess Hans sagte schon, dann hat Weiß Springer F3 und sagt zu Recht, denn, und da kommt es ja noch zusammen, nach Springer F3 hängt auch die schwarze Dame. Jetzt mag man sagen, okay, nach Dame G4 geht es vielleicht auch noch direkt weiter. Aber auch hier, macht bitte mit, Springer F4, GF4, Dame F4, prüfen wir zumindest gedanklich, dass Weiß die Möglichkeit hat, einen Schach zu geben. Ja. Dieser Zwischenzug. Gefolgt von Springer F3 dann, ne? Gefolgt von Springer DF3 mit Überdeckung von allem. Und die Dame hat auch gar kein Feld, dem Damentausch auszuweichen, oder? Nicht wirklich. Ist das richtig? Ja. Dann wäre es schon gleich sehr blöd. Ja. Also, wir sollten zumindest mal, wie TFP auch sagt, Läufer F4 prüfen.
Denn was ist der nette Vorteil von Läufer F4? Naja, wenn G4 kommt und Springer F4, dann droht zumindest kein Dame E6. Und wir haben noch eine Variante, die wir gemeinsam durchgehen. Springer F4, G4, Läufer F4, Springer GF3. Ja. Vielleicht könnte ich stattdessen auch da wieder Dame E6 spielen. Sollte man zumindest andenken. Aber statt Springer GF3 würde ich auf jeden Fall zu Springer DF3 greifen. Der sieht mir deutlich aktiver aus. Wo ich mir dann nicht ganz so klar wäre. So ein Chess-Hans macht einen guten Punkt für Läufer F4. Und bei aller Berechnung ist es nicht so einfach, die Königsschwäche, sag ich jetzt mal, richtig einzuschätzen. Deswegen stellen wir es jetzt auch aufs Brett. Läufer F4 ist nämlich tatsächlich der beste Zug an dieser Stelle. Läufer F4 ist deutlich besser als Springer F4. Begründung, unter anderem, das weiß das Opfer wohl annehmen muss, Springer H3 wäre zwar möglich gewesen, aber danach, seien wir ganz ehrlich, müsst ihr nichts berechnen, Läuferpaar plus besser entwickelt, das ist bombastisch für Schwarz. Also, Dame E6, Schachgebot prüfen wir eben zuerst. Aber hier kommt Chess Hans ins Spiel, was hat er gesagt? Wir prüfen Schachgebote. Mhm. Läufer E3. Sieht schon ein bisschen matt aus, ne? Ja, wir prüfen Schachgebote, ihr Lieben. Welches Schachgebot prüfen wir? Oh, wie schön. Also ist zumindest der erste Zug hier an dieser Stelle. Ah, ihre Dutheit. Ja. Geht das, nickst du das ab? Ja. Ja. Schön dieses Motiv. Also muss der kommen? Vielleicht kurz für alle, man kann nicht schlagen, weil sonst Läufer E4 matt ist. Ja, und dann sagt man nochmal, dass man diese ganzen Matt-Taktikaufgaben umsonst macht, ne? Mhm. Es wird mal Zeit, dass du aufhörst zu reden. Komm mal zum Schluss hier, wir haben eine zweite Partie. Figur mehr für Schwarz, ich komme zum Punkt, das ist gewonnen. Also geht Dame E6 Schach nicht, G schlägt F4, Springer F4. Lasst diese Stellung einfach mal einen ganz kleinen Moment auf euch wirken. Und wir sagen einfach mal nichts. Ja, besser ist das. Bevor du hier noch das Zeitliche segnest. TFP, König G2. Dann kommt einfach sofort Turm F2. Und die Figur geht verloren. Ja, was droht Schwarz hier eigentlich? Und ist es eine Figur wert? Das droht jetzt erstmal Dame schlägt G5. So. So. Ja. Schon mal eine Drohung. Vielleicht in irgendeiner Konstellation auch Springer H, also wenn der Springer zieht, könnte vielleicht Springer H3 unangenehm werden oder auch Springer E2. Ja, wir können ja mal damit anfangen. Oder auch Dame G6. Ups. Obwohl Dame G3. Ach so, auf Dame G3 kommt immer Springer E2. Ha, siehst du wohl. Ups. Das müssen wir vielleicht gar nicht angucken. Ich glaube, dass euch allen bewusst ist, dass das eine Vollruine ist. Ja, man kann ja Schach alles machen. Läufer C2 ist ja das feinste Vorgehen. Mit Läufer C2 droht Dame D3 an und auf Springer E5 gibt es einen forcierten Mattweg. Das ist aber ein Matte 9 oder so. Aber nach Dame E5 gefolgt von Dame G2, können wir, glaube ich, alle schon einschätzen. Oh, das endet übel. Der Springer droht hier nach D1 zu gehen. Das ist absolut verloren. Für Weiß kann er überhaupt nichts mehr machen. Also, was sonst? Man könnte den anderen Springer wieder herbeiführen. Springer D nach F3. Ja. Und das ist tatsächlich auch der Partiezug. Und es gibt ja noch einige andere Varianten. Tatsächlich hält nichts die weiße Stellung zusammen. Springer D nach F3 ist, denke ich, noch der beste Versuch. Aber hier kommt Springer E2 Schach. Achso, und das Problem ist, dass jetzt auch der Springer auf F3, also der Springer G5 quasi überlastet ist.
oder beide eigentlich, ne? Die decken sich gegenseitig und man muss den jetzt nur einen kleinen Tritt verpassen. Ja. Und es bricht auseinander, das Konstrukt. Ist Partiestellung. Keres gibt dem G5 einen Tritt und schaut euch mal bitte diese weißen Felder an und dazu diesen Läufer. Allzeit bereit, auch über E4 den weißen König matt zu setzen. Es ist schlichtweg vorbei. Es gibt einfach nichts mehr, was man machen kann. H4 zum Beispiel, um das Ganze zu stabilisieren, zu sagen, okay, dann kann ich wenigstens mit dem Springer wieder nehmen und decke für den Moment diese Felder noch gerade so ab. Aber auch das ist hoffnungslos. Die weißen Felder werden infiltriert. Der Läufer kommt noch dazu. Es ist einfach zu viel. So, was wird noch vorgeschlagen? Springer nach E5? Ja, mit der Idee, den Läufer auf D3 anzugreifen, ne? Also den kann man, glaube ich, nie vernünftig nehmen, weil dann immer Dame F3 Schach kommt, ne? Mhm. Entschuldigung, matt. Ja. Sehr direkt matt. Ja, da ist nichts mehr zu holen für Weiß. Er hat es jetzt noch probiert, mit Dame D2 hier zu überdecken, aber Keres hat sehr cool gespielt und erstmal Dame F5 deckt hier rein, Läufer. Da rein. Ganz kurz, das geht natürlich auch. Also bei so einem König, man sollte es schon rechnen, aber das geht auch auf jeden Fall, denn Dame schlägt D3 und dann geht es hier voran. Der E2 ist jetzt indirekt gedeckt und es droht Dame F2, also Weiß ist hoffnungslos verloren. Nach GF3, König F2 kommt immer Dame H4, der König ist einfach platt. Dame F5 hat er gemacht, ist noch ein bisschen präziser, ein bisschen hübscher. Dame E3, jetzt wird es aber Zeit auf G5 zu nehmen. Und hier gibt es nicht mehr viel, was Weiß machen kann. Die Idee mit dem König rüber zu rennen, können wir, glaube ich, zumindest für unsere Variantenberechnung sehr schnell abhaken, denn nach G4 hat Schwarz jetzt schon mindestens eine Figur mehr. Also gucken wir uns einfach den Partieverlauf nochmal an. Läufer D2 und jetzt einfaches Finish. Ihr dürft gerne nochmal Schwarz am Zug, macht den Kereszug und Weiß gibt auf. Ich glaube, hier gibt es aber auch viele Aufgabezüge, ne? Ja, es gibt mehrere Züge, nachdem Weiß große Probleme bekommt, aber ich sage jetzt mal, es gibt einen menschlichen Zug, nachdem Weiß einfach aufgibt. Ist auch mal schön, wenn das Pferd den Tritt bekommt. Bauernwalze. Sehr stark. Läufer E4, der E2 ist wieder immun und auf Turm F1 kommt G4 und der E2 ist wieder immun, der F3 geht verloren. Easy, du hast schon mal gute Idee gesehen, aber dann kann man halt immer noch überlegen, ob man das vielleicht noch verbessern kann. Ja, nach Dame F3, Dame F3, Läufer E4 geht natürlich noch, das wird Dame noch ein Krampf, E4. Dann das zu gewinnen. Ja. Also es sollte auch gut sein für Schwarz, aber der G5 hängt auch noch. Ich glaube, das wird dann nochmal anstrengend. Also Dame G4 König, F2 Läufer E4 kann man auch drüber nachdenken, aber da würde ich mir das Leben nicht allzu schwer machen. So, weil es schon wieder viel zu lange gedauert hat, wir noch eine schöne Partie haben. Kurzes Fazit. Die Variante ist sehr, sehr scharf und interessant. Ich glaube, das habt ihr spätestens in der H6-G5 Variante gesehen, wo Schwarz dauerhaft einen Bauern opfert, aber den E5 versucht irgendwie rauszuprügeln und dann anzugreifen. Was war das Problem? Läufer schlägt C6, war einfach ein unnötig schlechter Zug. Er hat den Läufer ohne Gegenspieler völlig unterschätzt. Und der letzte Fehler war tatsächlich Springer D2. Danach geht es steil bergab. Ihr habt es gesehen, Springer G6 sorgt nochmal dafür, dass die letzten weißen Felder schwach werden um den König. Bei einer Unterentwicklung am Darmflügel und dann kam auch schon der Einschlag. Und das vielleicht, um die Partie noch ganz kurz abzurunden, sei angemerkt, Läufer D3 war nicht nötig, tatsächlich H6, Springer GF3, Läufer schlägt F4 mit derselben Idee, wäre hier schon direkt gewonnen gewesen. Läufer D3 hat es aber nicht grob verdorben. Damit kommen wir zur positionelleren Partie des heutigen Abends, was auch zeigt, wie vielseitig Paul Keres war, denn ihr habt hier einen praktischen Initiativen-Wellenritt gesehen. Er hat einen Bauern geopfert und hat die ganze Zeit Druck gemacht und taktisch gewonnen. Es geht aber auch anders. Und genau. Die Partie stammt aus dem gleichen Turnier. Du hast ja schon das Konzept erzählt, da haben die Spieler auch mehrmals gegeneinander antreten dürfen. Und hier Paul Keres wieder mit Schwarz. Es kamen auch die ersten Züge identisch zur Partie, die wir gerade gesehen haben. Hier vielleicht noch
Der kleine Trick, der sich dahinter verbirgt in vielen Varianten, möchte ja Weiß auch direkt D4 spielen. Das geht eben mit diesem Einschub von A6 und direkt D6 nicht, weil man dann hier direkt ausnutzen kann, dass man jetzt mit C5 droht, quasi den Läufer zu gewinnen mit C4. Weiß scheint es zwar noch verhindern zu können mit Dame D5, weil jetzt hier der Turm auf A8 hängt. Ja. Und einmal Matt auf F7 droht, aber Schwarz kann jetzt hier ein kleines Manöver machen. Einmal den Läufer nach D7 bringen quasi. Jetzt hängt der Turm auf A8 nicht mehr. Und jetzt hat man Zeit, das Matt hier auf F7 mit C4 zu verhindern und gewinnt eine Figur. Also hier ein Trick, auf den vielleicht die Schwarzen hier auch manchmal hoffen, aber ich glaube, in der Praxis kommt es nicht so häufig vor. Wobei man dazu noch, wenn ich da eine kurze Anmerkung zu machen darf, der Verlustzug von Weiß ist es erst auf D5 zu nehmen. Also bis hierhin geht es noch tatsächlich. C3 ist, wäre so eine Remis-Variante tatsächlich, die der Computer ausspuckt. Und das wäre dann nämlich so. Läufer D7 und wieder Dame D5. Schwarz muss Läufer E6 machen. Nur das Nehmen auf D4 mit der Dame. Ich glaube, da haben aber schon viele Leute ihre Figuren eingestellt. Die Zugwiederholung ist ja jetzt aus weißer Sicht nicht so erstrebenswert. Kommt auf den Gegner an, ja. Bei gleich starken Gegnern ist das nicht erstrebenswert, gebe ich dir völlig recht. Aber wenn ihr so eine Stellung mal gegen mal mit Jarov habt, probiert es mal aus. Dann geht das. Okay, also C3 kam hier aber in der Partie und wir gehen auch hier wieder durch die Eröffnung. Etwas schneller einerseits, weil ist keine Eröffnungsshow, aber auch, weil uns hier der schwarze Aufbau nicht ganz überzeugt hat. Ja, schnell vergessen. Also es ist jetzt nichts, was sich Keres da ausgedacht hat und nie wieder gespielt wurde, sondern das ist schon gar nicht so untypisch, dieser Aufbau. Aber wir werden gleich mal einen Moment innehalten und sehen, was das schwarze Problem ist. Hier gibt es auch stattdessen Fortsetzung Läufer G5, scheint ganz interessant zu sein, aber wir bleiben in der Partie. Hier Rochade, Springer E3, die Idee ist, den Springer umzugruppieren und hier entweder nach D5 oder vielleicht sogar mal nach F5 zu streben, aber ich glaube D5 ist das realistischere Feld. Und wenn wir uns hier die Stellung einmal anschauen, jetzt haben beide Seiten so fast ihre Entwicklung abgeschlossen. Ein bisschen was gibt es noch zu tun. Ja, der Läufer auf C1 steht noch auf dem Ausgangsfeld und Schwarz würde auch gern seine Schwerfiguren besser positionieren. Aber hier sehen wir auch schon direkt, was das Problem in der schwarzen Stellung ist. Denn die Figuren stehen zwar alle mehr oder weniger auf natürlichen Feldern, die Leichtfiguren, aber sie behindern sich auch irgendwie gegenseitig. Und insbesondere der schwarzfeldrige Läufer ist hier ein großes Problem, weil er die Dame einschränkt, die wiederum die Türme einschränkt, die sich so nicht verbinden können und auch nicht irgendwie zentral positioniert werden können, sodass es hier schon etwas unangenehm ist für Schwarz und die große Frage darin besteht, wie sich Schwarz hier weiter aufbaut. Das heißt, wir haben hier so als Ausgangsposition, kann man sagen, eine etwas unangenehmere Stellung für Schwarz. Weiß hat hier leichten Vorteil, kann man sagen, und auch das etwas einfachere Spiel. Aber das ist natürlich auch eine Kunst, genau solche Stellungen dann auch ruhig und trotzdem auch gut zu spielen. Und das hat Keres auch ganz gut gemeistert. Also er hat hier erstmal mit Läufer F6 fortgesetzt. Die Problematik hatte ich ja gerade erläutert, dass eben der Läufer ja auf E7 auch nicht so günstig steht und von F6 aus macht er zumindest noch Druck hier gegen das weiße Zentrum. Der Nachteil kann natürlich sein, dass er direkt hier mit Springer D5, und das kam auch in der Partie, angegriffen werden kann. Das heißt, vor so einem Zug muss man sich natürlich im Klaren sein, dass man gegebenenfalls das Läuferpaar aufgibt. Und wir predigen ja auch immer, Läuferpaar nie ohne Grund hergeben. Aber hier ist noch das Problem, dass Schwarz zwar keinen direkten Raumnachteil hat, aber eben viel schwieriger es hat, seine Figuren zu positionieren. Das heißt, Abtausch insgesamt kommt hier dem Schwarzen zugute. Und deswegen nimmt er das durchaus in Kauf, eben auch einen Läufer gegen einen Springer zu tauschen. Das ist hier so die Begründung hinter den schwarzen Zügen. Ja,
Ihre Dutheit hat gehört, der Läufer wäre nur 2,7 wert wegen zu wenig Feldern. Die Frage ist natürlich, welcher Läufer? Es kommt auf den konkreten Läufer in der Stellung an. Und selbst dann muss man immer noch gucken, wie viele Felder hat er und welches Potenzial hat der Läufer. Ne? Also der Wert der Figuren schwankt von Stellung zu Stellung und du hast sicherlich recht, dass es nicht immer gleich ist, vor allem nicht immer 3. Also muss es nicht sein, manchmal ist es auch unfassbar stark. Ja. Ja, ich glaube, da kann man kein pauschales Urteil fällen. Und hier die schwarzen Läufer E7, sicherlich einer der Kandidaten, ne? Für eine 2,7. Ja, durchaus. So, nach Springer D5 hat sich Schwarz jetzt hier entschieden, im Zentrum zu schlagen. Das ist auch immer so eine Grundsatzentscheidung, die man sich gut überlegen muss, denn man gibt hier Weiß die Möglichkeit, mit einem Bauern theoretisch wiederzunehmen und somit quasi einen Zentrumsbauern, also aus schwarzer Sicht gegen einen Nicht-Zentrumsbauern zu tauschen, sodass man hier Weiß das Zentrum überlassen hätte. Aber man muss natürlich auch immer konkrete Züge prüfen und ihr könnt doch mal schauen, was für Möglichkeiten Schwarz hier in dieser Stellung hätte. Das ist immer damals, also mir fällt das immer wieder auf, damals haben die Leute total konträr gespielt. Entweder sie haben mit Schwarz richtig draufgehauen auch, haben direkt ein Gambit gegen gespielt oder sie haben sich halt gegen Läufer B5 so hingestellt, dass es erstmal total passiv war, ne? Also entweder diese ja, ganz gut, passive die, oder... Die richtigen Chancen, also die aus heutiger Sicht objektiv die besten Chancen sind, die haben sich halt erst entwickelt. Ne? Das ist ja nicht so, dass man sich bewusst dafür entschieden hat, schlecht zu stehen, sondern es wurde halt erst mit der Zeit erarbeitet. Ne? Wie man aktiv auch sich entwickeln kann oder etwas aktiver, nicht mit D6. Ja, und in der Zwischenzeit kamen auch die richtigen Antworten. Also das ist ein Motiv, was ihr euch auf jeden Fall merken solltet. Das gilt auch in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Eröffnungen. Im Spanischen, aber auch im Königsindisch, Situationen im Benoni, in ganz vielen ähnlichen Stellungen ist Läufer G4 in solchen Konstellationen immer ein sehr, sehr starker Zug. Mhm. In solchen Konstellationen, damit meine ich, dass das Zentrum eben wackelig ist. Also durchaus von mehreren Leichtfiguren angegriffen, wie es hier auch der Fall ist, und eben durch diesen Springer auf F3 verteidigt wird, der aber durch so eine Fesselung ganz einfach außer Gefecht gesetzt werden kann. Hinzu kommt noch, dass man dann auch häufig droht zu schlagen und wenn Weiß dann mit dem Bauern nehmen muss, weil die Dame hier noch die Deckung behalten muss, ist natürlich auch nicht optimal. Das heißt, hier nach Läufer G4 steht Schwarz sogar schon besser, eben aufgrund dieser Problematik. Springer H4 ist auch noch was, was mit reinkommt. Sowas wie Läufer E3, Turm E8, was auch angemerkt wurde, auch stark. Erstmal den E4 nochmal angucken, dann Läufer C2 und dann vielleicht Springer H4. Ne? Gibt angenehmen Druck für Schwarz. Ja. Also das ist auf jeden Fall die Begründung, warum man hier auch gut auf D4 schlagen kann, weil es sich Weiß eben nicht erlauben kann, das Zentrum direkt wieder mit dem Bauern zu besetzen, sondern hier mit dem Springer geschlagen hat. Das war auch die richtige Entscheidung. Aber jetzt hat man eben so ein bisschen Erleichterung auch geschafft, weil man hier jetzt noch zusätzliche Felder gewonnen hat und der Läufer jetzt auch schon ein bisschen bessere Wirkung hat. Stockfisch war damals aus Holz, war das Problem, sagt ihre Dutheit. Ja, nicht nur die Computer. Man muss auch sagen, die Eröffnungstheorie ist enorm vorangeschritten, schon bevor es die gab. Aber es liegt einfach daran, dass wir schon zu der Zeit, Ende der 40er, da war es noch nicht so verbreitet, aber danach, wir haben ja immer wieder das Wissen von allen davor dazu bekommen. Diese ganzen Erfahrungen und gerade 19. bis 20. Jahrhundert, da wurde dann ja auch wirklich alles notiert. Da konnte man, also da haben wir einfach einen unfassbaren Erfahrungsschatz heutzutage und die Computer, auf die wir zurückgreifen. Genau, weiter ging es hier mit Turm E8. Normale Entwicklungszüge macht auch wieder Druck gegen das Zentrum, also gegen den E4-Bauern. Und Frage an euch, würdet ihr mit Weiß jetzt hier auf F6 schlagen, ja oder nein? Und warum? Na, ohne das Warum wäre es eine Schnellabstimmung im Chat. Ja, nein, hackt es in die Tastatur. Ja, einfach nur JN würde ja schon reichen. Ja. Ja.
kannst du mir auch mit einem Buchstaben sagen, warum? Irgendwo muss er das ja verlieren. Ja, aber die Frage ist ja, ob das eine gute Entscheidung war. Also, Loddl, du stimmst wahrscheinlich fürs Schlagen und begründest es damit, das Läuferpaar zu haben. TFP spricht sich dagegen aus, eben weil man Schwarz damit weiterentwickelt. Und ich würde sagen, es gibt Argumente für beides, also sowohl fürs Schlagen als auch fürs Nichtschlagen. In der Partie hat sich Weiß dazu entschieden, Springer schlägt F6 zu spielen. Ein Zug, der durchaus nachvollziehbar ist. Ihr habt ja auch gesagt, man bekommt das Läuferpaar und das ist nun mal was wert. Auf der anderen Seite ist es aus praktischer Sicht danach einfacher für Schwarz zu spielen. Einfach weil man jetzt die Dame entwickeln kann, die Türme verbinden kann und schon erstmal weniger Figuren hat, um die man sich kümmern muss, für die man gute Felder finden muss. Das heißt, es ist schon ein Zug, der vielleicht mit fragwürdig beschrieben werden kann, aber in der praktischen Partie auch durchaus nachvollziehbar und jetzt noch kein fataler Fehler oder so. Und Easy sagt es, alternativ F3 wäre etwas stärker gewesen, weil, du hast es schon gesagt, es ist gar nicht klar, was Schwarz überhaupt im nächsten Zug macht. Vielleicht macht er sowas wie Dame E7 geht ja gar nicht. Ja, was macht er überhaupt? Den König zur Seite, irgendeinen sinnlosen Zug. Und dann könnte man immer noch auf F6 nehmen und hätte die Stellung mit einem Tempo mehr, was zugegebenermaßen nicht so viel bringt, aber Weiß hätte sich entwickeln können, Läufer E3 und Schwarz gehen die sinnvollen Züge recht schnell aus, muss man sagen. Mhm. Aber jetzt haben wir die Stellung. Ja, Weiß hat sich hier mit F3 erstmal stabilisiert. E4 ist immer so ein Schwachpunkt, da macht es durchaus Sinn, den einmal zu überdecken. Es kam Springer F4 mit der Drohung, ich verrate euch, zweimal auf D4 zu schlagen. Aber also, bitte zuerst mit dem Springer. Ach so, ja. Sonst wäre es nicht so günstig verlaufen. Genau, also es droht, wenn Schwarz nochmal dran ist. Springer schlägt D4, C schlägt D4, Dame schlägt D4, Dame schlägt D4 und Springer E2. Ich finde, solche Drohungen hatte ich jetzt auch wieder bei der EM in den Partien als Motiv. Da muss man immer wirklich aufpassen, dass man das auch sieht. Ich finde, das ist eins, was man als Verteidiger, also als jemand, dem das passieren kann, ganz leicht irgendwie übersieht, oder ich zumindest. Also das ist irgendwie so mein blinder Fleck. Aber du sollst doch alle Schachgebote berechnen. Ja, aber erstes ein Schlagzug, aber ja, den soll ich auch rechnen. Gut. Also das droht, das kann man natürlich verhindern. Ja. Zum Beispiel mit König H1 hätte man es verhindern können und danach entwickelt man sich halt weiter. Ja, das wäre auch etwas besser gewesen als der Partiezug. Weiß hat sich nämlich entschieden, noch mehr Material zu tauschen und Schwarz ja auch die Chance gegeben, mit dem Bauern zu schlagen, was sogar etwas besser gewesen wäre als die Partiefortsetzung. Sieht erstmal nicht so aus auf den ersten Blick, weil die Bauernstruktur natürlich schon etwas zerstört wird. Also wir lernen ja immer möglichst wenig Bauerninseln, Doppelbauern sind sowieso häufig schlecht, aber eben nicht immer. Und hier ist eine wichtige Funktion dieser Bauernstruktur, dass Schwarz dann schnell noch Felder kontrollieren kann, zum Beispiel indem er C5 spielt und somit das Feld D4 kontrolliert und den weißen Läufern somit wichtige Felder nimmt. Läufer schlägt C5 geht übrigens nicht, das muss man vielleicht kurz noch beachten, weil Schwarz hier diesen taktischen Trick hat. Es droht einmal matt und jetzt hängt der Läufer wirklich. Genau, also das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber Läufer schlägt C6 sieht natürlich auch sehr natürlich aus und ich finde, das muss man Paul Keres auch zugute halten. Er hat hier eine Stellung, die immer noch minimal schlechter ist für Schwarz, hier schon nicht mehr so viel, aber trotzdem hat Weiß natürlich nach wie vor das Läuferpaar. Aber er hat sich hier mit Schwarz auch einfach keine Schwächen machen lassen und das ist natürlich nach B schlägt C schon so eine zweischneidige Sache. Man hat konkrete Gründe, die dafür sprechen, eben, dass man Felder nehmen kann, aber langfristig gesehen ist natürlich schon eine Schwäche und Weiß hätte Angriffspotenzial. Und Keres Strategie war hier, die ich auch sehr lobenswert finde, eben sich keine Schwächen zu machen und erstmal ganz ruhig
zu stehen und zu gucken, zu reagieren, wenn es nötig ist, aber jetzt nicht völlig auszurasten, wie es halt auch häufiger passiert, und ja, sich freiwillig zu schwächen quasi. Also das ist auch was, was ihr mitnehmen solltet, wenn ihr halt mal schlechter steht oder leicht schlechter, ist es ja hier eigentlich nur, dass man dann aber keine Panik bekommen sollte, nur weil der Gegner das Läuferpaar hat, dass man sich dann denkt, okay, da muss ich jetzt irgendwie Gegenspiel erzeugen oder irgendwo versuchen, Kompensation zu bekommen. Nee, häufig ist es schon ausreichend, wenn man eben sich nicht weiter schwächt und gezielt gegen den Läufer ohne Gegenspieler spielt, beziehungsweise versucht, das Läuferpaar zu eliminieren. Wir schauen uns an, wie es weiterging. Es kam Läufer E3, Weiß entwickelt sich und Schwarz bringt seine Türme ins Spiel. Es kam damit D2. Jetzt ist einmal der Springer auf F4 angegriffen. Der ist nach G6 gegangen. Das ist auch das bessere Feld als E6, einfach weil man von G6 aus ja hier noch andere Optionen hat. Und nach Springer E6 steht man sich so selber ein bisschen im Weg rum. Und Läufer D4. Gut, Dame ist angegriffen, Dame E7. Wir sehen, Weiß hat schon kleine Fortschritte erzielt. Jetzt so die Läufer optimal auch Richtung König ausgerichtet. Die stehen schon aktiv. Aber es ist immer noch so, dass Schwarz keine konkreten Angriffspunkte hat. Ja. Tom AE1. Und hier dürft ihr nochmal überlegen, wie ihr jetzt aus schwarzer Sicht fortsetzen würdet. Erstmal sind ja soweit alle Figuren entwickelt, stehen auf mehr oder weniger vernünftigen Feldern. Jetzt ist eben die Frage, wie geht es weiter? Ah, und Chess Hans hat sogar schon vor unserer Frage eine Idee geschrieben, nämlich mit D5 zu spielen. Ja, ist auf jeden Fall ein Plan, den man berücksichtigen sollte. Geht jetzt eben konkret auch nicht wegen der Gegenüberstellung von Turm und Dame. Aber du hast völlig recht. Wenn man zum Beispiel jetzt die Dame wegzieht, dann könnte man mal D5 drohen, und man muss immer so eine Perspektive oder Hoffnung haben. Und wenn man den E4, den wohl etwas stärkeren Zentralbauern, gegen den D6 abtauscht, dabei, und das wäre wohl relativ wichtig, auf D5 die Läufer D5 gegen B3 tauscht, dann hätte man durchaus eine gute Perspektive, weil der Läufer D4 steht für einen Moment ganz ordentlich, aber auf G7 ist jetzt auch nicht der größte Schwachpunkt. Da wären wir dann auch im Rahmenspiel gegen das Läuferpaar zu dezimieren, also so Richtung D5 ist schon mal gut. Wir müssen uns natürlich nur gucken, wenn wir jetzt die Dame wegziehen, um D5 da mal zu ermöglichen, wird Weiß das wahrscheinlich versuchen zu verhindern, und dann brauchen wir natürlich einen Ausweichplan für Schwarz. Machen wir es gerne so ein ganz klein bisschen konkreter. Dame D7 droht D5. Das ist Chess Hans Plan und das ist ein vernünftiger Plan. Aber ich würde jetzt sagen, ich mache C4. Das harmoniert auch mit meinem Läufer D4, der kriegt noch ein paar Felder dazu. Verhindert auch A5, A4. Was ne? aber auch prinzipiell ein guter Plan ist. Also ich finde, solche Pläne sollte man auch immer berücksichtigen, halt an einem Flügel zu expandieren quasi und die weißen Figuren so ein bisschen zurückzuscheuchen. Die Frage ist nur, ob das wirklich hier so gut ist, wenn der Läufer mit zwei Zügen nach C2 verdammt wird, denn die Aufstellung von Weiß zeigt eigentlich schon an, was er möchte. Also Computer findet es gut, sogar besser als den Plan. Aber ich fände es aus menschlicher Sicht etwas gefährlich, sozusagen den Weißen einzuladen zu dieser Expansion auf D5, dann E5 und auf geht's nach vorne. Ah, eine weitere Idee ist, den Springer über E5 dann nach C4 zu bekommen. Vielleicht kann Weiß das auch mit C4 verhindern. Überlege ich. Und man muss natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, ob F4 für Weiß eine Idee ist. Es kann natürlich auch schnell eine Schwäche darstellen, das stimmt. Aber wenn Weiß schnell irgendwie mit Tempo zu F4, E5 vielleicht kommt, oder falls sogar F4, Springer E5, F5, S6 hinterher oder so, das kann natürlich auch gefährlich sein, wenn dann plötzlich die weißen Läufer doch so ins Spiel kommen. Peace Play, ja, was der Name schon andeutet, kennt sich mit Figurenspiel aus. Ja. Sehr gut, also das ist tatsächlich auch eine weitere Idee von Dame D7, nämlich zum einen hier aus der Gegenüberstellung zu gehen, D5 als Option zu haben,
aber eben auch Läufer A4 und das predigen wir ja immer, dass man beim Spiel gegen das Läuferpaar versuchen sollte, dieses zu eliminieren und das schafft man halt, indem man einen Läufer tauscht. Und das ist in der Regel sehr wirkungsvoll, weil man sich dann halt mit voller Kraft gegen den anderen Läufer richten kann. Wir werden auch gleich sehen, wie das in der Praxis ausschaut. B5 würde ich aktuell mit den weißfädrigen Läufern drauf noch nicht spielen, weil das ja auch den eigenen Läufer so ein bisschen einschränkt. Das würde ich einmal noch zurückstellen, beziehungsweise als Idee dann, sobald Weiß C4 gespielt hat, ne? Dass man das dann immer als Hebel irgendwie im Hinterkopf hat. Wichtiger Aspekt vielleicht noch bei Läufer A4, erstmal Kampf gegen das Läuferpaar, das haben wir glaube ich schon, wie oft haben wir das eigentlich schon gesagt. Aber ein weiterer Aspekt, Schwarz hat Raumnachteil. Was machen wir mit Raumnachteil? Wir entlasten uns mit Figurentäuschen und das kommt natürlich noch dazu. Schwarz steht ein bisschen hinten drin und hat viele Figuren, eigentlich für diesen bedrängten Raum, den er hat. Und jeder Abtausch kommt ihm gelegen. Also Peaceplay, Hut ab, auch wenn ich jetzt keinen auf habe. Ist eine sehr schöne Idee, die man so erstmal erkennen muss. Und auch wenn moderne Computer auch andere Vorschläge haben und die vielleicht sogar vorziehen, ich denke, so aus strategischer Sicht dürfte das wirklich ganz, ganz, ganz weit oben sein hier auf der Liste. Ne? Diese Idee überhaupt erstmal zu sehen, wenn ihr das mal in der Partie seht, dann habt ihr strategisch schon sehr, sehr viel auf dem Kasten. Ja, Weiß hat natürlich die Möglichkeit, diesem Abtausch auszuweichen, entweder mit A3 oder auch mit Läufer C2. Auf Läufer C2 muss ich überlegen, ob dann D5 trotzdem so eine gute Idee ist, weil der Läufer da ja schon auf der Diagonale steht. Also auf jeden Fall auf A3 kommt dann die zweite Idee, die ihr ja auch genannt habt, zum Tragen. Und Schwarz hat hier die Möglichkeit, mit D5 im Zentrum Gegenspiel zu suchen. Nach Läufer C2. Eins noch zurück. Genau, auf Läufer C2 muss man nur mal prüfen, ob das Weiß vielleicht eher in die Karten spielt, wenn man jetzt auch mit D5 öffnet. Vielleicht gibt es ja aber auch Optionen, mit Läufer B5 zu spielen, Turm F2 und dann vielleicht irgendwie in einem geeigneten Moment oder dann wieder die Idee mit Springer E5, Springer C4. Also vielleicht kann man ausnutzen, dass dann die weißen Figuren auch erstmal sich so ein bisschen ungünstig hinstellen müssen. Ja, D5, wenn dann E5 kommt, dann muss man natürlich auch schon über C5 nachdenken. Und Schwarz könnte relativ schnell nach vorne aufspielen. Wenn der Läufer auf C5 nimmt, dann kriegt man den E5 mit dem Springer, droht gleich Springer C4. Sieht zumindest sehr aktiv aus, aber natürlich fängt man sich auch einen isolierten Bauern auf D5. Das muss man genau bedenken. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr auch überlegt, okay, das sind jetzt die schwarzen Ideen, also prophylaktisch. Ja. Was kann man mit Weiß machen? Man muss da dann halt immer ein gutes Trade-off finden zwischen die Ideen verhindern, aber nicht zu passiv dabei werden. Also ich kenne das auch aus dem Läuferspiel italienisch, dass man dann immer versucht, den weißen Läufer, den weißfältrigen Läufer zu retten quasi und auch allen Angriffen entzieht. Und dann manchmal ist es mir aber auch schon passiert, dass der dann irgendwo total blöd stand. Mhm. So ist es hier jetzt nicht, ne? Aber da muss man immer gut schauen, wie viel Opfer man auf sich nimmt, nur um diesen Läufer zu halten quasi, ja. Ne? Ja. Aber gute Idee auf jeden Fall. So, wir gehen einmal wieder in die Partie rein. Weiß hat nach Dame D7 mit C4 reagiert und somit D5 verhindert. Und wir haben jetzt die Situation, dass Schwarz hier einmal das Läuferpaar tauscht. Huch, wo bin ich denn jetzt hingesprungen? So, Läufer schlägt A4, Dame schlägt A4. Und jetzt nach Dame C3 zwar reagieren muss, aber... Und das ist jetzt auch schon ein großer Vorteil davon, dass Weiß nur noch einen Läufer hat. Jetzt schmerzt es überhaupt nicht mehr, F6 zu spielen. Stellen wir uns vor, Weiß hätte noch einen weißfältigen Läufer, der jetzt auf F5 oder H5 oder D5 irgendwo auftauchen könnte. Das würde schon sehr, sehr wehtun. Aber hier ist es halt überhaupt kein Problem und man kann sich gezielt so gegen diesen Läufer aufstellen. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, dass Läufer schlägt F6 keine... zu gefährliche Drohung ist. Hier in der Stellung geht es konkret noch nicht, weil die Türme eben noch nicht so positioniert sind, dass sie schnell rüberschwenken können. Und Schwarz könnte einfach den Springer dann dem Angriff entziehen. Aber nach F4, das war so der nächste weiße Zug, ist es tatsächlich schon eine Drohung, die man im Kopf haben muss.
Also wir stellen uns das einmal im Kopf vor. Wenn Weiß hier zweimal schlägt, dann ist erstmal der Springer auf G6 angegriffen. Und wenn der irgendwie zieht nach H8, dann kommt hier, ich weiß jetzt gar nicht welcher, aber einer der beiden Türme über die dritte Reihe plötzlich auch noch mit dazu. Und das sind Schnellstellungen, die direkt matt sind. Deswegen muss man hier schon sich dieser Drohung bewusst sein. Das war Schwarz aber, und er hat hier mit König H7 quasi auch prophylaktisch dagegen agiert, weil dann ist der Springer auf G6 schon mal verteidigt und man kann direkt die Dame mit Turm F8 zum Beispiel wieder rausschmeißen. Okay, wir gehen etwas schneller durch die nächsten Züge. B3 kam, vertreibt einmal die Dame, die geht Dame wieder A2 zurück. Geht natürlich nicht. Ach so, die Dame kommt nicht mehr raus. Turm F2, Dame A3, Turm A1. Aber ja, genau, muss wer man da gar nicht drüber nachgedacht hat, ist, hat vielleicht, da liegt es an der Intuition. Ja. Ist schon. Ich habe tatsächlich so auch mal eine Dame gewonnen. In der Turnierpartie gegen ihr. Ich habe schon mal so eine verloren. Passiert immer mal. Aber hier haben es beide gerechnet und man kann nicht nehmen. So, Dame F3 wurde gespielt. Und hier geben wir noch einmal an euch ab. Überlegt doch mal, wie Schwarz jetzt hier nochmal Fortschritte erzielen kann. Also wir können schon mal festhalten, dass es bisher für Schwarz eigentlich ganz gut gelaufen ist. Man hatte ja doch diese unangenehme Ausgangssituation, hat es jetzt aber geschafft, viele Figuren zu tauschen, vor allen Dingen auch die richtigen Figuren. Also man hat Weiß das Läuferpaar wieder abgenommen und hat sogar eine Schwäche, kann man schon fast sagen. Also E4 ist zumindest ein Angriffspunkt im weißen Lager. Und aber jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Ah, Bornwalze. Ist zur Stelle, einen ersten Vorschlag zu machen. F5 zum Zentrum öffnen und abtauschen wird vorgeschlagen. So, da muss man jetzt erstmal konkret rechnen. Was ist, wenn ich den schlage, dann hängt anschließend auch der B7. Da bin ich mir zwar noch nicht sicher, ob ich den nehmen darf. Vermutlich eher nicht, würde meine Intuition jetzt sagen. Aber das muss man natürlich alles mit beachten. Aber F5 vom Grundsatz her schon mal sehr gefährlich, weil du hast mit G7, F6 hast du eine kleine Mini-Bauernkette aufgebaut, die eigentlich nur einen Zweck hat, nämlich den Läufer auf D4 zu beschränken. Denn wir sind jetzt im typischen Kampf, auch Springer gegen Läufer. Der Läufer auf der Diagonale beißt im Moment auf Granit. Weiß möchte gerne E5 spielen, er möchte diese Diagonale gegen den König öffnen. Mit F5 hilfst du ihm dabei. Also alleine schon das Rausnehmen auf F5, Dame F5, und dann so eine Züge wie vielleicht sogar G4, F5 sehen mir sehr gefährlich aus. Im Moment kann Schwarz noch sehr flexibel reagieren, hat E5 im Griff und auf F5 kann er immer sich nach E5 stellen und dazu machen. F5 zu gefährlich, aber deine Idee ist, glaube ich, schon richtig. Such dir mal irgendwie ein bisschen Gegenspiel. Ja, oder halt das Prinzip der zwei Schwächen sagt euch ja wahrscheinlich auch was. Also immer schon festgehalten, dass Weiß, also dass Schwarz einen Angriffspunkt hat, nämlich den E4-Bauern. Aber der alleine wird nicht reichen, um groß Druck aufzubauen. Das heißt, man versucht dann immer in solchen Situationen entweder an zwei Flügeln zu spielen oder eben gegen zwei Schwächen zu spielen. Und dafür muss man erstmal noch weitere Angriffspunkte erschaffen hier. C5 gefolgt von B5. Jetzt wäre meine Frage, wieso erst C5, um B5 zu spielen? Hast du Angst oder möchtest du C5 von Weiß verhindern? Oder was ist der Hintergedanke einfach? Jetzt haben wir hier alle Variationen. Jetzt wäre meine Frage an dich, Herbert, wieso geht D5? Der hängt ja eigentlich immer, oder? Okay, also Chess-Hans, das ist deine Begründung, dass du C5 von Weiß rausnehmen möchtest.
kann ich nachvollziehen, diese Überlegung. Aber ich glaube, dass Schwarz eher davon profitieren könnte, wenn sich dann die D-Linie öffnet, wenn man dann auch ja schon eine Bauernmehrheit am Damenflügel etabliert hat. Das heißt, man kann da auch vermutlich Freibauern sich schaffen. Ja, Vertrippelung auf der E-Linie ist natürlich auch eine Option, ist aber schwierig umzusetzen, weil das Feld E6 ein bisschen vergiftet ist, zumindest wenn der Springer noch auf G6 steht und auch wenn er da nicht mehr steht, weil F5 ist ja auch immer eine Drohung, sobald man noch eine Figur auf E7 hat, dann würde der Turm auf E6 ja plötzlich dort verloren gehen. Okay, ich glaube, wir lösen es mal auf, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben und das Ende nochmal auskosten möchten. Also B5 hat Schwarz hier gespielt. Das ist ja auch ein sehr starker Zug in der Stellung, weil man schafft neben diesem einen Angriffspunkt noch einen zweiten, je nachdem wie Weiß reagiert. Wenn er auf B5 schlägt, kann man einfach wieder nehmen, hat dann sogar noch schöner die Option, vielleicht irgendwann C5 zu spielen im richtigen Moment. Man kann vielleicht auch mal auf der A-Linie Druck gegen den A2-Bauern machen. Und hat hier einfach verschiedenste Optionen. Und Chessans sagt selber, und ich gebe ihm da auch recht, nach C5 hat Schwarz verschiedene interessante Möglichkeiten, unter anderem D5. Ja, dann könnte man sich vorstellen, dass zum Beispiel solche Stellungen entstehen mit Springer nach E6. Paradiesisch. Das wundervolle Blockadestellung für Schwarz, aber auch interessant dürften solche Züge sein wie Dame C6, die Druck auf E4 ausüben, die C5 angreifen, ein bisschen damit spielen, dass der Turm nicht so agil ist, weil er decken muss und noch sowas wie CD vielleicht nur einen Turm nehmen, dann hängt direkt der Läufer und Schwarz kann überlegen, im nächsten tatsächlich nach E6 zu gehen, aus taktischen Gesichtspunkten, dass man hier Springer E5 einschieben kann, Läufer E5, Turm E5, rückständiger Bauer, ich glaube, hier müssen wir nicht diskutieren. Schwarz steht klar besser, selbst wenn er diesen Bauern nicht gewinnen würde, weil er zum Beispiel den C-Bauern nach vorne schiebt und die weißen Figuren gebunden werden. Das ist natürlich jetzt sehr gut gelaufen für Schwarz, aber so kann es halt gehen, deswegen C5 wahrscheinlich mit Vorsicht zu genießen. Und stattdessen kam Dame D3. Ja, mit der Idee, die Bauernstruktur erstmal noch so aufrecht zu erhalten. Turm C1 hätte den gleichen Zweck erfüllt, wäre noch etwas stärker gewesen, aber wir bleiben einmal hier. Nach B schlägt C, hätte Weiß allerdings jetzt auch mit dem Bauern schlagen sollen, um einfach auch D5 weiterhin zu kontrollieren. Die Stellung wäre noch ungefähr im Gleichgewicht gewesen, aber wir sehen schon, dass Schwarz perspektivisch mit Dame C6 dann auch zwei Angriffspunkte hat, ne? Einmal den C4 und den E4. Und es ist jetzt ja für Weiß noch schwieriger, beides zu decken. Dann kann man vielleicht mal noch über die B-Linie schwenken und so. Also Schwarz hat mit diesem Manöver auf jeden Fall schon was erreicht. Ist natürlich trotzdem noch sehr, sehr weit weg von einem Gewinn. Aber die Gegner machen natürlich auch Fehler. Und ein so ein Fehler war hier Dame schlägt C4. Fehler deshalb, weil Weiß die jetzt folgende Kombination und die anschließende Stellung falsch eingeschätzt hat. Wir zeigen euch einmal, was passierte. Ihr werdet sicherlich auch schnell drauf gekommen, denn Schwarz hat hier einfach diese Möglichkeit. Mit Turm schlägt E4. Ah, ihr seid auch schon drauf gekommen. Sehr, sehr gut. Wie denn auch sonst? Schlagzüge prüfen sie doch alle zuerst. Da muss sich Turm E4 doch aufdrängen. Die Frage ist, wie schätzt man die Stellung danach ein? Genau, denn Weiß kann natürlich auch hier auf A6 einen Bauern schlagen und somit einen entfernten Freibauern erschaffen quasi. Das heißt, vom reinen Materialverhältnis ist die Stellung ausgeglichen und man könnte meinen, okay, der Springer auf G6 ist hier vielleicht weniger wert als der Läufer, der ja auch direkt auf den anderen Flügel schaut und überhaupt mit entfernten Freibauern sehr gut allgemein zusammen funktioniert. Diese Geschichte Spiel auf zwei Flügeln, da ist der Läufer doch stärker, oder nicht? Ja, eher nicht in dieser konkreten Stellung, weil Schwarz hier eben einen sehr starken Angriff hat, den Öwe hier unterschätzt hat mit Weiß. Man muss aber auch
konkret hier die richtigen Züge finden, weil wenn Weiß noch ein bisschen Zeit hat, zum Beispiel Dame E2 im nächsten Zug spielt, dann hat er hier den Königsflügel auch erstmal einigermaßen wieder unter Kontrolle und kann dann in Ruhe irgendwann seine Bauern nach vorne bringen. Oh, und da sehe ich gleich den ersten Vorschlag. Loddl, Dame D3. Dame D3 wäre tatsächlich ganz, ganz furchtbar für Schwarz, weil dann würde das passieren, was nicht passieren darf. Wir gehen über ins Endspiel. Weiß tauscht gerne die Damen ab. Der Bauer auf D3 kommt nicht wirklich voran. Der König ist sehr schnell dabei, sich da vorzustellen. Auf D2 wird er schnell kassiert. Und dann ist tatsächlich bald angesagt, dass der A-Bauer mit Unterstützung des Läufers extrem stark wird. Also da musst du vorsichtig sein. Du darfst nicht zulassen, dass es hier wirklich zum Spiel auf zwei Flügeln kommt, sondern nutz aus, dass der Springer an einem Flügel deutlich stärker ist, dass gerade der Springer zusammen mit der Dame eine wunderbare Angriffsfigur ist. Ich glaube, der nächste Zug, den kannst du dann auch ausführen. Ja. Das war nämlich Dame G4, ein sehr, sehr guter Zug, der einerseits den Angriff einleitet, aber vor allen Dingen auch die Verteidigung erschwert. Denn Dame G4 nimmt hier dieses wertvolle Verteidigungsfeld, sage ich mal, E2, sodass eben die weiße Dame nicht so schnell zurückkommt und dann auch immer schnell durch den schwarzen Turm noch weiter abgesperrt werden kann. Und Chessand sagte schon, was droht, Springer H4. Mhm. Enorm lästig. Es ist so simpel eigentlich, man hat noch jeder drei Figuren, man droht einfach mal mit zwei in ein Matt. Aber verteidigt das erstmal aus weißer Sicht, das ist gar nicht so einfach. Ja, das ist echt super schwierig. Ich hatte jetzt auch wieder bei der EM, ich hatte da sehr viele Praxisbeispiele, hatte ich in der letzten Partie eine Qualität mehr. Ziemlich eindeutig, gegen eigentlich nichts. Aber dann plötzlich kamen Dame und Springer und meine Dame war ein bisschen abseits. Und dann musste ich echt nochmal schwitzen, dass ich mit einem Turm quasi Dame und Springer verteidige. Weil der Springer kann ja dann immer eine Bauernschwäche hervorrufen, dann wieder zurück und dann die anderen Felder angreifen. Das war echt, die spielen gut zusammen, Dame und Springer. Ja. Also, stellt die richtigen Fragen auf jeden Fall. Genau. Was ist mit H3? Das schauen wir uns direkt an. Also Partiezug war Dame C4, da kommen wir gleich hin. Aber man muss natürlich auch überlegen, was passiert, wenn man sich direkt dieses Feld E2 wieder erkämpft und mit der Dame schnell zurückkommt. Dann ist aber trotzdem Springer H4 hier das Problem. Und es droht Springer F3, es droht Springer schlägt G2, es droht Turm D3. Also ihr seht, hier sind super viele Drohungen in der Stellung. Und wenn Weiß jetzt hier reagiert, rausgeht, geht eben trotzdem Springer schlägt G2, weil die Dame hier überlastet ist. Super unangenehm für Weiß. Genau, also H3 bringt hier konkret gar nichts. Deswegen kam Dame C4 mit der Idee, noch einmal diesen lästigen Bauern hier anzugreifen. Aber wir haben jetzt hier ein bisschen Zeitnot. Deswegen. Brauchen wir gar nicht. Chesshans ist schon richtig schnell. Im Angriffsmodus. Ihr seid im Blitzmodus auch. Hat die Motive schon gesehen. Turm F2 haben wir Turm D1 und auf Dame C4 haben wir Turm D3. Man muss eine elementare Taktik sehen, nämlich die heißt Fesselung. Und das ist Dame E2, Fessel, Turm F3, Turm D1 funktioniert gar nicht. Also sind die Möglichkeiten für Weiß sehr begrenzt nach Turm D3. Läufer C1 war der Partiezug. Ja, Läufer ist angegriffen, geht weg. Aber jetzt kommt eben auch noch der Springer dazu. Und wir sehen hier schon, dass Schwarz mit seinen verbleibenden Figuren optimal spielt. Hier muss man natürlich noch kurz rechnen, weil Weiß kann mit Schach einen Bauern wegnehmen. Damit auch gleichzeitig den Turm angreifen, aber dass der nicht geschlagen werden kann, das sehen wir, weil eben Schwarz matt auf G2 droht. Das heißt, Weiß darf nicht den Turm schlagen, sondern muss die Deckung des G2-Bauern behalten. Da gibt es gar nicht so viele Optionen, weil E2 ist immer noch versperrt. Das heißt, man muss irgendwie auf der Diagonale bleiben. Weiß hat sich hier für Dame B7 entschieden. Und jetzt kam ein interessanter Zug von Schwarz. Nämlich C6 hier in dieser Stellung mit der Idee, klar, jetzt ganz konkret droht wieder matt auf G2, aber was passiert denn, wenn Weiß den Bauern schlägt? Ja, dann kann man mit Tempo jetzt Turm C3 spielen, wieder ausnutzen, dass die Dame eben die Deckung des G2 nicht verlassen darf
und wieder ziehen muss, also Dame D5 hier beispielsweise. Und jetzt hat man es geschafft, dass der Turm auf der C-Linie ist, wo er eben zusätzlich noch den Läufer auf C1 auch angreift. Also es kam... Und nach C2 kommt vielleicht ganz... Das ist vielleicht doch ein wichtiges Motiv, was Chesshans da wieder erkannt hat. Aber durch das Erkennen musst du vorsichtig sein, den nicht ins eigene Fleisch zu schneiden, wenn wir hier mal zwei Züge zurück machen. Ja, Turm F3, das ist, sieht irgendwie nach einer lustigen Taktik aus. Man versperrt das hier, der Turm kann nicht nehmen, wegen Dame G2. Aber, Schlagzüge, einfach mal durchgehen. Und ganz realistisch kann man mit der Dame das wahrscheinlich nicht gewinnen. Man hat zwar Material gewonnen, aber wir sind trotzdem sehr weit im Endspiel. Weiß hat sehr, sehr gute Chancen, eine Festung zu etablieren. Schon alleine, wenn er den Läufer nach E5 stellt, auch wenn er beide Bauern hergibt, H3 spielt König H2, der Bauer... Komm, Nick würde das noch auf Gewinn spielen, sage ich dir, mit Weiß. Ja, tatsächlich, ja. Also stattdessen bitte lieber erstmal gucken, ob man Matt findet. Und ja, das hat er hier mit C6 gemacht, der übrigens nicht sein musste. Turm C3 ist ähnlich stark. Er droht halt auch C6. Genau, er droht C6 ziemlich übel und Dame D5 wäre eigentlich so eine Reaktion, die schon fast kommen müsste, damit C6 nicht kommt. Und dann hat man diesen Bauern einfach noch mehr und kann das später auch noch einschieben. Aber kleine Ungenauigkeit, die Stellung nicht verdirbt. Glaube ich, hier warst du. Genau, also Turm C5, einmal die Dame angegriffen. So, die ist jetzt nach D2 gegangen, weil wenn sie irgendwo wieder auf der Diagonale gewesen wäre, hätte Schwarz auch immer wieder Turm C2 als Option gehabt. So, und jetzt dürft ihr aber doch nochmal final rechnen. Ja, tatsächlich auch Inhalt des Buches Woodpecker. Dort habe ich diese Stellung auch als Taktikaufgabe schon lösen dürfen. Ah, Chesshans ist ja wieder... In Hochform. Ja, Turm C1, richtig. Jetzt ist natürlich noch die Königsdisziplin, nochmal zu schauen, ob es vielleicht noch Verteidigungen gibt. Aber wir sehen schnell, dass Schwarz so oder so eine Figur mehr hat. Also natürlich muss man dann noch prüfen, auch aus weißer Sicht dann natürlich, dass man hier noch möglichst zäh verteidigt. Aber erstmal alle konkreten Varianten habt ihr schon geschrieben. Also sowohl nach Dame C1 ist es direkt matt, als auch nach Turm C1, Springer F3 hat man genügend Material mehr. Dementsprechend muss Weiß jetzt hier irgendwas anderes spielen. In der Partie kam H3, etwas besser wäre Dame F2 gewesen. Aber auch dann kann man natürlich hier einfach mit Figur mehr spielen. Es ist aber noch ein bisschen Arbeit, würde ich sagen, weil man sich ja schon um diese Bauern hier kümmern muss. Es wird jetzt noch nicht direkt matt. Man darf auch nicht zu viele Bauern tauschen, sonst ist es auch wieder Remis. Ja. Genau, also das wäre noch ein bisschen Arbeit gewesen. Nach H3 war es auch noch nicht direkt vorbei, aber... Man nicht so wie Keres gespielt hat, tatsächlich wäre es ja eigentlich direkt vorbei gewesen. Denn man muss ja mal so ein bisschen gucken, was droht man. Also die Idee war ja, Turm schlägt C1, Springer F3. Und dadurch, dass er nicht genommen hat, ist so ein bisschen... Ich glaube, es ist eher eine psychologische Komponente und vielleicht auch Zeitnot geschuldet. Aber Springer F3 wurde ja gar nicht verhindert, dadurch, dass der Turm nicht gezogen hat, weil jetzt ist er halt gefesselt, statt auf C1 zu stehen. Das macht keinen Unterschied. Springer F3 hätte hier wohl zur direkten Aufgabe geführt, König F2. Und dann Springer schlägt D2, H schlägt G4, Turm F1. Also wie ihr sagt, Springer F3 ja, sowieso. Oder erst Turm F1 und dann schlägt man mit Schach auf D2, ja. Aber ihr habt sowieso gesehen, natürlich, euch kann man da auch nichts vormachen. In der Partie kamen noch ein paar Züge, es ging nämlich mit Dame G3 weiter, im 39. Zug. Er hält die Taktik halt einfach aufrecht und Schwarz gewinnt weiterhin seine Figur, ne? Ja, genau, sodass wir hier nach... Ah, jetzt kam nochmal das als nettes Motiv hier. Eine Stellung mit mehr Figur für Schwarz haben. Es ging... schon noch ein paar Züge weiter. Wir machen es einfach im Schnelldurchlauf, weil das ist jetzt, wie man so schön sagt, eine Frage der Technik. Ja. Dass man hier es schafft, den Springer aktiv zu positionieren, trotzdem noch mit Mattdrohungen zu arbeiten. Ne? Dame G1 ist hier die Drohung. Und jetzt... Na gut, hat er mit Zeitüberschreitung gewonnen. Okay, aber ich denke, die Stellung ist auch natürlich nach wie vor klar gewonnen.
Ja. Und wie ich finde, eine sehr lehrreiche Partie, weil es eben auch die verschiedenen Facetten von Keres in einer Partie sogar gezeigt hat. Ne? Am Anfang hat er sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat gut verteidigt, hat nach und nach seine Stellung wieder ins Gleichgewicht und sogar zu leichtem Vorteil gebracht und am Ende eben dann durch diese taktischen Motive den Gegner bezwungen. Ja. Und ja, was wir aus der Partie lernen können oder aus beiden Partien, ich fange erstmal mit meiner Partie an, Partie weil wir zwei. Die gerade noch frisch im Kopf haben. Ne? Ja. Also in schlechter Stellung eben auch die Ruhe bewahren, keine Schwächen provozieren lassen. Und hier ganz konkret war auch dieses Manöver mit Dame D7, Läufer A4. Nicht Läufer A7, ja. Wie ich das dahin getippert habe. sehr wichtig. Um das Läuferpaar zu tauschen und eben auch sich Perspektiven zu schaffen. Also, dass man dann eben gezielt gegen einen Läufer agieren kann, mit F6 sich dagegen positioniert hat. Und dann am Ende diese Entscheidung mit Turm schlägt E4, war es, glaube ich. Ja. zu schauen, dass eben der Matt-Angriff in diesem Fall durchschlagender ist als der entfernte Freibauer, den Weiß da durchbekommt. Ja. Bei aller Schönheit auch der ersten Partie, die extrem taktisch war, manchmal vielleicht ein bisschen zu kompliziert, wäre es schön, wenn ihr nur einige kleine Dinge mitnehmt, nämlich wie unfassbar gefährlich es ist, den Läufer aufzugeben bzw. zuzulassen, dass der Gegner so einen Läufer ohne Gegenspieler bekommt, wenn man alle seine Bauern schon auf der anderen Felderfarbe hat, also da schon irgendwo löchrig ist wie so ein Schweizer Käse. Sehr gefährlich und erster Problempunkt. Und danach, gut, hat Weiß es zugelassen durch seine konkrete Zugfolge, dass er auch noch zu G3 genötigt wird und immer noch unterentwickelt ist. Und dieser Einschlag auf F4 war eigentlich eine typische Exekution von so einem Manöver. Ich greife auf einen Felderkomplex an, ich habe die absolute Kontrolle, der Läufer stand auf D3 drin, da kann man dann auch schon mal eine Figur opfern. Gerade ihr habt gesehen, diese Übermacht der schwarzen Figuren, da hatte Weiß nicht mehr viel entgegenzusetzen. Also wenn ihr euch im Prinzip diese paar Sachen, dann habt ihr schon gut was für die Praxis mitgenommen. Und ich denke, auch diese Partie hat gezeigt, Keres, der war extrem gut. Leider für ihn hat es nie für den Weltmeistertitel gereicht. Immer der ewige Zweite, so wird er ja genannt. Aber er konnte schon ordentlich Schach spielen. Ich glaube, das hat er in diesen Partien auch demonstriert. Ja, in der nächsten Sendung schauen wir uns auch jemanden an, der ordentlich spielen konnte. Ich auch. Nämlich Neidorf, den wir sicherlich alle schon allein von der Eröffnung her kennen. Ja. Und was er sonst noch drauf hatte, das gucken wir uns nächste Woche an. Seid gerne wieder mit dabei. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend. Danke fürs Mitmachen. Gute Woche. Genau. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.